Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Wir spielen heute Call of Duty Modern Warfare 3 Suchen und Zerstören. Es gibt wieder ein neues Gameplay von mir. Also 3, 2, 1 und wir spielen auf der Map Terminal aus MW2 Modern Warfare 2. Das Visier erhöht erheblich ihre Widerstandskraft gegen Explosionen. Das könnt ihr gerne benutzen, wenn ihr natürlich das Einsatzschild bei euch habt oder einfach auch so. Das Visier ist natürlich absolut cool, weil es schützt euch wirklich vor Granatexplosionen. Ja, das habe ich aber heute nicht dabei. Ich nehme, was nehmen wir denn heute für Waffen? Wir nehmen die USASS 12 USP 45 Taktik. Wir nehmen Splitter, Erschütterungsgranate, Fingerfertigkeit Pro, Visier Pro und den alten guten Stalker mit in unseren Rucksack. So, wir machen jetzt uns mal gleich bereit hier. So, wir machen uns jetzt gleich mal hier bereit. Gehen wir erstmal hier die Rutsche hoch. Passen auf. Was ist denn das für ein Spielmodus? Smash and Destroy. Das heißt, einmal tot, immer tot, Leute. Und das ist nicht gut. Ja, es geht mir darum, so lange eigentlich am Leben zu bleiben, wie nur möglich. Man weiß nie, wo die Feinde kommen bei Suchen und Zerstören. Es ist immer eine sehr gefährliche Sache. Man weiß gar nicht, wo man sich am besten verstecken soll. Aus dem Grund gehen wir einfach mal weiter und rennen einfach mal hier nach hinten. Wir können in den Raum hier eine Granate schmeißen und können uns hier verstecken. Hier unten drunter. So. Da geht's nicht raus. So, hier haben wir relativ die komplette Karte im Sichtfeld. Das ist eigentlich auch ein richtig guter Punkt, wo ich mich hier gerade befinde. Weil der Feind, der kommt eigentlich hierher gar nicht. Man hat hier hinten alles im Blick und hier vorne alles im Blick. Und wenn jetzt wirklich ein Feind kommt, kann ich natürlich raussprinten und natürlich hier gleich mal eine kleine Shotgun-Party machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht ja, was ich meine, oder? Oh, ihr versteht, was ich meine? Oh, perfekt, Party for die. Da haben wir zum Beispiel jetzt den ersten Gegner, den werden wir schön ausschalten. Wir haben 1000 Punkte erzielt. Wir bleiben nun hinter der Mauer, um einfach sicher zu sein, dass uns nichts passiert. Wir können jetzt mal einen kleinen Blick riskieren und können nun nach oben gehen. Wir gehen einfach die Leiter nach oben und da sehen wir den roten Punkt. Den können wir jetzt ausschalten, indem wir hier ein paar Shotgun-Kugeln abfeuern. Und wo ist er? Ah, weg da, weg da. Oh, das war leider zu spät. Da hat er mich jetzt zum Beispiel erwischt hier. Schauen wir uns das Intro nochmal an. Und das war's dann eigentlich schon wieder. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. See you later. Alligator. Ciao.